wäre es nicht jetzt der nächste praktische, umsetzbare Schritt zu sagen, man macht, geht halt diesen Schritt Richtung negative Einkommenssteuer, dass man sagt, es ist halt nicht nur bis 8.000 Euro steuerfrei mein Einkommen, sondern halt man sagt, ja, 15.000, 12.000 oder ja, 12.000, 13.000. Hat man zwar noch nicht diese Kindersachen drin und pro Mensch so, sondern ja. Kann man aber machen. Ja, kann man machen. Aber ich denke, das wäre jetzt, was man wirklich auf der Straße auch den Leuten am ehesten erstmal noch erklären kann. So als nächsten Schritt. Also sagt man, geht halt auf 12.000 bis 15.000 Einkommenssteuerfreiheit. Also es gibt viele Grundeinkommenskonzepte, genau dieses KAB-Modell, kannst du auch übernehmen, genau diese KAB-Modelle, die genau diese Schritte gehen, sagen wir Negativsteuer dann zur Sozialdividende. Ne? Ist der Unterschied klar? Eine Negativsteuer ist natürlich ein Einkommenssteuerfinanziert, es geht um Einkommenssteuer. Negativsteuer sagt, ich verrechne deinen Grundeinkommensanspruch mit deiner Steuerschuldgeschichte ergreifend. Das solidarische Bürgergeld und all das Negativsteuerkonzept. Der Bund der katholischen Jugend hat eins, die Grünen haben zum Teil eins, es gibt verschiedene Negativsteuerkonzepte. Da zahlt es jetzt nicht voll aus, das wäre die Sozialdividende, jeder kriegt am ersten Monat 1.000 Euro, zack, das ist Sozialdividende. Ja, das hat den Charme, sagt der Engler dann in seinem Buch Bürger ohne Arbeit. Du kannst Herrn Ackermann auf der Wohnungsetage, wir wohnen zusammen logischerweise, die Hand geben, na, deine 1.000 Euro früher schon gekriegt. Es hat eine egalitärere, universalistischere Form, als diese bereits über das Finanzamt über die Steuerschuld verrechnete. Letztlich wird eh Steuerschuld verrechnet. Natürlich nicht in dem Modell, weil hier gibt es ja in dem Sinne keine Steuern, also Mehrwertsteuer. Weil der faktisch all anderen einkommenssteuerbasierten Modellen ja hinterher immer eine Besteuerung kommt. Also du ziehst nur die Besteuerungsakten, Auszahlakten und Negativsteuer zusammen bei einkommenssteuerbasierten oder schwerpunktmäßig. Ne? Bei den Sozialdividenden ziehst du auseinander. Erst kriegt der Ackermann 1.000, dafür kriegt er aber 3.000 bei der Steuer abgezogen. Das hat da denken manche Leute, das ist unbürokratisch oder negative Einkommenssteuer, weil du hast diese Nährschieben. Stimmt aber nie, weil du musst ja bei ständigen wechselnden Lebenslagen selbstständig immer wieder vorneweg wieder sagen, wie viel verdiene ich, wo kann ich, wie hoch muss das verrechnen werden, das wäre schon am Erwerbsunterhalt, habe keine Aufträge als Selbstständiger, muss ich also wieder einen neuen Antrag stellen. Und da sagen dann wieder kluge Leute, diese Scheiße wollen wir auch nicht, ständig das Finanzamt zu rennen, eine neue Negativsteuer zu errechnen, machen wir kleine Pauschale durchgängig durch dein Leben. Da bist du aber schon fast wieder beim Sozialdividendenproblem. Also, schwieriger Fall, aber Negativsteuer hat einen riesen Charme. Es ist optisch billiger. Logisch sind alle Sozialdividenden, wenn man das verrechnet, Steuereinnahmen mit Ausgaben genauso billig. Es ist nur optisch billiger, weil es gleich verrechnet wird. Weil es eben nicht zur Auszahlung kommt, sondern gleich verrechnet wird. Aber es ist ein Schritt. Die Kindergrundsicherung, die ich längst diskutiert, Kindergrundeinkommen ist ein Negativsteuer. Wie jetzt Kindergeld, die sagen, unter bestimmten Mindesteinkommensgrenze kriegen, also von Einkommen sieht man an Steuern, ne? Einkommenssteuer, kriegen sie Geld, Leute Cash ausgezahlt, das ist die dann, so ist beim Kindergeld genauso. Und die über eine Einkommensgrenze liegen, da wird es mit der Steuer in seinen Steuerfreibetrag verrechnet. Das ist ein partielles Negativsteuerkonzept über Einkommen der Eltern wohlgemerkt. Das ist aber halt ein bisschen leistungsfeindlich, so wie jetzt in meinem Fall. Ich darf halt als Student oder so, habe ich halt bis 8.000 Euro verdienen, ja, und habe auch Gewerbeschein und so weiter. Ja. Dann sage ich mir doch, okay, na dann mache ich die 8.000 voll. Und dann, okay, dann mache ich nicht weiter. Weil dann ja Steuern bezahlen. Die nächste Markt, die benutze ich voll in die Rücksteuerung. Genau, und dann sage ich, dafür die 1.000 erste Mark, 8.000 erste Mark wird dann besteuert, also die 8.000 davor nicht. Also okay, das ist klar. Aber so halt ein ganz normales Grundeinkommen oder so ein universelles Grundeinkommen, das ist halt auch, sag ich mal, leistungsfreundlich. Also wo man auch so ein bisschen so FDP- und CDU-Kreise ein bisschen mitködern kann oder mit einbinden kann und sagen, es kriegt jeder universell und es ist nicht leistungsabträglich zu sagen, okay, ich arbeite nur bis 8.000 bis 15.000, ab da müsste ich ja richtig fett Steuern zahlen. Ja, ja. Das ist auch die Frage, wie die Übergänge gestaltet ist. Das ist genau das Grundproblem. Lady Rice Williams, ich weiß nicht, mein Buch, hat genau diesen Grund, die hat gesagt, das Arbeitslosengeld ist nur leistungsfeindlich, sobald du dazu verdienst, du Rechnung und kriegst gar kein Arbeitslosengeld mehr. Ne? Und deswegen hat dieses Grundeinkommen als Sozialdividende versucht vorzustellen. Genau so. Also so eine Argumentation kann man führen. Es ist spät, die letzte Frage. Ich wollte noch fragen, wie das Buch von Frauenheit. Erich Fromm, da gibt es mehr, da gibt es psychologische Aspekte. Nee, es gibt ein riesen Kapitel über Erich Fromm. Ich mache eine Geschichte, des Grundeinkommens von Thomas Benz und Charles Fourier bis Fromm, da höre ich dann auf. Noch vor Milton Friedman hat er schon das Grundeinkommen diskutiert. Ich gucke einmal. Vom Haben zum Sein. Ist es drin? Psychologische Aspekte bei beeinflussungsgarantierten Einkommens ist es drin.